Rosefröhlich, echter Patientenfall, Cholesterin senken, was kann ich mit der Ernährung machen? Ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Zurück zum Patientenfall. Ich hatte einen Herrn in der Beratung, der kam mit der Fragestellung erhöhte Cholesterinwerte. Wir haben uns die Laborwerte angeguckt und man hat tatsächlich gesehen, dass das Gesamtcholesterin und auch das LDL-Cholesterin erhöht gewesen ist. Es gibt noch das HDL-Cholesterin, das ist das gute Cholesterin, das kann man auf den Laborblättern auch immer sehen. Das war über 50 bei ihm. Es gibt da manchmal Laborwerte, die zwischen 40 und höher sein dürfen. Das HDL ist immer das gute Cholesterin. Das könnt ihr sozusagen durch Alltagsbewegung und Sport anheben. Das HDL ist immer der Faktor, der dafür sorgt, dass das Cholesterin abtransportiert wird. Noch etwas, die Leber macht 90% des Cholesterins, also produziert selber den Cholesterinanteil. Warum macht es das? Wir brauchen das fürs Gehirn, für the brain, zum Denken. Und wir brauchen einen Teil Cholesterin zum Beispiel auch für die Blutgefäße. Damit Blutgefäße elastisch sind, legt sich das Cholesterin an den Gefäßwänden ab. Für die Elastizität wird aber zu viel produziert, zu viel gegessen, können diese Ablagerungen in den Gefäßen stärker werden und dann können die Gefäße, das jetzt ein Durchschnitt eines Gefäßes ist, können die Gefäße enger werden und ja, dann fließt das Blut nicht mehr so gut durch. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Abflussrohr, wenn dort Sachen hängen bleiben im Abflussrohr oder es irgendwann dann verstopft, kommt ja das Wasser zurück und ähnlich ist es im Körper, wenn die Blutgefäße verstopft sind, ist halt nicht so gut für die Organe. Das heißt, je nachdem, in welche Richtung man dann guckt. Ich will aber zur Ernährung zurück. Häufig ist dann die Frage, es werden Medikamente eingesetzt, um den Cholesterinspiegel der Leber sozusagen die Produktion zu senken und damit auch den Cholesterinspiegel zu senken. Ich hatte mal eine Patientin, die sehr schwer krank war und den Cholesterinsenker nicht abkann, weil sie tatsächlich Nebenwirkungen hatte und wir in die Ernährung eingestiegen sind und ja, das kann ich euch nur empfehlen. Es hat super funktioniert, das Cholesterin zu senken. Also, was kann ich machen? Als erstes, wer mag, sollte täglich 1 bis 2 Esslöffel Speiseöl, zum Beispiel Rapsöl, Olivenöl. Wer mag, kann auch Nussöle nehmen, wer sie verträgt. Täglich 1 bis 2 Esslöffel ins Essen einbauen. Und zwar soll das Öl direkt aus der Flasche in die Mahlzeit rein. Am besten soll es sozusagen da oben rein. Damit wir das aber tatsächlich auch runterschlucken können, können viele Patienten das nicht mit einem Löffel essen, sondern da kann man gucken, kann ich das in die Quarkspeise, in den Joghurt, kann ich das auf den Salat machen, das ist ja ganz bekannt, kann ich es vielleicht bei mir in den Eiweißshake machen, kann ich es auf dem warmen Essen, auf die Kartoffel, auf Reis, auf die Nudeln setzen. Warum? Die gesunden Fette, die gesunden Fettsäuren reduzieren den Cholesterinanteil im Körper und die Leber muss nicht so viel Cholesterin herstellen an der Stelle, wo wir gesunde Fette liefern. Das heißt, das Öl wirkt tatsächlich cholesterinsenkend. Im Idealfall gute, gesunde, also einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, also kaltgepresste Öle, wer kann verwenden, die sollen sowieso nicht erhitzt werden, sondern da einfach direkt in die Mahlzeit rein. Gesunde Fette haben wir auch immer, wer mag und das verträgt in Fischprodukten, also Lachs kennen ganz viele, das Thema Thunfisch, Heilbutt, die ganze Fischpalette, alles was ihr was euch einfällt, könnt ihr gerne als Fisch, da sind die gesunden Fischöle drin, einige kennen das auch als Omega-3-Fettsäuren, die haben wir sozusagen immer im Fisch und der Fisch selber hat den Vorteil, dass diese Fette gesunde Fette sind und sie daher auch den Cholesterinspiegel entgegenwirken. Es gab früher mal so eine Makrelendiät, da hat man morgens, mittags, abends Makrele in allen Varianten gegessen. Da man ja heute nicht mehr, sondern eher in die Abwechslung geht, würde ich verschiedene Fischsorten nehmen. Man kann, wer mag, 2-, 3-mal die Woche gerne Fisch essen, wer will auch gerne täglich, wer das mag und natürlich es auch verträgt. Dann ist es so, Fischöl kann natürlich eingesetzt werden, mag aber auch nicht jeder. Einige kennen das auch mit Fischölkapseln, aber ich würde es immer in gesunder Form nehmen aus dem Speiseöl, weil die fettlöslichen Vitamine, die lebensnotwendig sind, die wir über die Öle zum Beispiel nutzen. Man kann sich das immer merken, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und Vitamin K.
Das sind die, die wir brauchen und die dann auch über die Fette kommen, sozusagen. Wenn ich das Cholesterin abtransportieren möchte, brauche ich einmal den HDL-Wert. Das hatten wir vorhin. Das ist die am Ende wie so eine Art Gesundheitspolizei, die das Cholesterin einsammelt. Also müsst ihr euch vorstellen, kommt ein LKW-Fahrer, sitzt HDL vorne drin und der fährt die LKWs. Da gibt es ein paar Jungs davon, ein paar Mädels davon und ganz viele, die da durch die Gegend fahren mit den LKWs und die laden hinten das Cholesterin auf und das wird sozusagen abtransportiert. Deswegen ist das HDL mit Bewegung, Alltagsbewegung, das, was möglich ist, aber eben auch, wer kann in Richtung Sport gehen, können wir immer das HDL erhöhen. Das heißt, es kommen mehr Lkw-Fahrer dazu, die zu viel Cholesterin, was eventuell produziert wird, sich ablagert, wieder abtransportiert. Man kann Cholesterin auch über die Lebensmittel aufsaugen. Das wären zum Beispiel Haferflocken. Haferflocken haben die Eigenschaft, tatsächlich Cholesterin aufzunehmen. Das sind aber Ballaststoffe insgesamt, also auch Getreideprodukte, die einen höheren Anteil an Faserstoffen, Ballaststoffen haben, haben die Möglichkeit, das Cholesterin aufzunehmen und es also dann am Ende über den Magen-Darm-Trakt auch wieder auszuscheiden. Das heißt, der zweite Faktor wäre, Haferflocken zum Beispiel einzubauen und natürlich auch in die Mehrkorn-, Vollkornbrote zu gehen oder Graubrot-Mischbrot. Das kann ja auch gemahlenes Korn sein. Die haben einen ähnlichen Effekt. Also, Öl haben wir gesagt, Fisch essen, wer mag, kann die Haferflocken nutzen oder eben Vollkorn-Mehrkorngetreide. Da habt ihr sozusagen mehrere Faktoren, die das Cholesterin wunderbar beeinflussen. Und Gemüse nicht zu vergessen, wer mag, kann natürlich sowas wie Bohnen und Linsen, ähnliches, also Hülsenfrüchte mit einbauen für den Sättigungseffekt. Und denkt immer dran, Handvoll Kartoffelreis oder Nudeln, wenn ihr gekochte Ware habt und sie nicht frittiert ist, bei zum Beispiel Bratkartoffeln, Pommes, dann habe ich immer erhitztes Fett und erhitztes Fett wirkt immer eher auf den Cholesterinspiegel. Oder wenn ich Gebäcke, Kuchen, Kekse nehme, wo ich einen Anteil Sahne drin habe, wo ich einen Anteil, alles was vom Tier kommt, enthält immer das Cholesterin. Und wenn ich jetzt Gebäck habe, was frittiert ist, gebacken ist, oder es gibt ja Blätterteig, wo spezielle Ziehmargarine verwendet wird, habe ich einen höheren Fettanteil oder frittierte Ware, dann habe ich eben auch immer einen höheren Fettanteil und damit auch eine höhere Option, dass sich das ablagert. Das heißt, die Menge ist immer entscheidend. Verbote gibt es ja nicht, aber passt auf die Menge auf und ja, probiert es einfach mal aus. Ich selber zum Beispiel mache das so, dass man auch Öl auf den Teller macht, kann man ein bisschen Brot einstippen, man kann auch das Brot nehmen und Öl obendrauf nutzen. Wer mag, natürlich kann er auch einen Löffel nehmen und einfach weg damit. Im Essen versteckt ist natürlich auch immer eine gute Möglichkeit. Also probiert es aus. Ganz liebe Grüße. Habt ihr noch Fragen? Meldet euch gerne. Schreibt in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Fragestellung, vielleicht auch auf eure Antworten. Ganz liebe Grüße. Habt einen schönen Tag. Eure Sandra.